Diese wunderschöne Arbeit von Horst Sauerbruch zeigt sehr eindringlich, wonach der Künstler, der 33 Jahre an der Akademie in München gelehrt hat, strebte. Es ist eine Malerei, die vergleichbar ist den Bachschen Fugen, in dem die unterschiedlichsten Elemente so miteinander verkröpft, verwoben sind und sich ergänzen wie Ein- und Ausatmung, dass im Wortlosen, in einem universalen, harmonikalen Bereich der Auflösung alles Irdischen, eine Integration der seelischen Landschaft mit der kosmischen Landschaft geschieht. Er nennt das Bild Air. Der Begriff informell oder abstrakter Expressionismus ist viel zu klein und viel zu gering, um diese Balance der Farben, das milde Ausklingen, das Hineinarbeiten mit Graphit, die Schwärzen, die dunkleren und kräftigeren Töne und das Nebelweiß, das alles aufsaugt, zu erklären. Es ist eine Vollendung in diesem Bild, die wir uns für uns selbst wünschen. Und das ist ja das, was ich immer wieder sage. Das Bild ist ein Spiegel, in dem wir uns selbst erkennen können. Er war ein wunderbar treuer, liebevoller Mensch, der sozusagen die Verehrung zurückgegeben hat. Und ich glaube, das ist das Schönste. Er hat diese Welt an seine Studentinnen und Studenten vermittelt. Sie sind nicht kleine Sauerbruchs geworden, aber sie wurden frei und wurden selbstständig im Denken und in ihrer Kunst. Er kommt aus einer künstlerisch hochbegabten Familie. Der Urgroßvater oder Großvater war ein berühmter Mediziner, den schon Liebermann gemalt hat. Wenn man bei ihm zu Besuch war, fuhr man immer mit einem kleinen Fahrstuhl hoch. Dann begrüßte ich ihn. Guten Tag, lieber Sauerbruch. Dann machte er die Tür auf und dann verneigte ich mich vor dem Liebermann-Porträt seines Großvaters und sagte, guten Tag, Herr Liebermann. Und Sauerbruch. Also, diese europäische polyglotte Bildung, die dieser Mann besaß, ist auch in seine Malerei eingegangen und hat sich an die Menschen vermittelt, die ihn gesammelt haben.